Brauchen Sie mich noch? Und vergessen Sie nicht, die Tür abzusperren. Bis nach. Wollen Sie was von mir? Da liegt jemand. Ruf die Funkschleife an. Ja. Die Funkstreife ist unterwegs. Der Mann ist tot. Wer um Himmels Willen hat denn so zugerichtet? Keine Ahnung. Wir haben nur einen Schrei gehört. Der Kehlkopf ist eingedrückt. Kennt jemand den Tod? Mein Kellner hat gerade bei mir Schluss gemacht und das Haus auf die Straße. Sagen Sie denen gleich, dass Sie es mit einem Mord zu tun haben. Ihr Lokal ist noch geöffnet. Ich hätte mir gerne die Hände gewaschen. Natürlich. Gehst du mal mit dem Dr. Henning? Ja, natürlich. Danke schön. Bitte schön. Abend. 32. Auch kein Alter zum Sterben. Zumindest nicht so. Die Mordkommission ist auch verständigt. Ich habe 110 angerufen. Ja, was haben Sie denen gesagt? Dass da wahrscheinlich jemand umgebracht worden ist. Na ja, dann geht es automatisch an die Mordkommission. Sagen Sie, darf ich hier warten? Vielleicht kann ich der Polizei noch helfen. Natürlich. Die Kripo ist da. Namens, wer hat denn den Tod festgestellt? Wie heißt er aus? Ein Dr. Schöne, er war mit im Lokal. Ja. Ich bin doch nicht schon zurück. Ich bin doch nicht weit. Ich bin doch nicht weit.
bin Dr. Schöne. Oberinspektor Derrick. Guten Abend. Inspektor Klein, grüß Gott. Guten Abend. Ja, also ich habe diesen Toten untersucht, kurz nachdem. Ein Überfall war das wahrscheinlich, denke ich. Ja. Wissen Sie vielleicht auch, wer der Täter ist? Ja, eines steht zumindest fest, die Todesursache. Also dieser eingedrückte Kehlkopf deutet darauf hin, dass der Mann, ja, er hat ihn von vorne erwürgt. Und dann haben die Daumen auch die größte Kraft. Nicht schlecht. Es muss also ein großer, es muss ein kräftiger Mann gewesen sein. Oh, nicht unbedingt, nein. Diese Art zu töten lernt man heute in jeder Armee der Welt. Das bewährt sich im Nahkampf. Wenn Sie lange genug üben, können Sie es auch. Arzt sind Sie, nicht? Ja, Stationsarzt, am St. Anna. Würde mich interessieren, wie die ganze Sache so weitergeht. Ich darf mich bei Ihnen erkundigen. Nichts dagegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Sagen, dass er da nicht angekommen ist. Sind Sie ein Zyniker? Ich habe schon so viele Menschen sterben sehen. Man erträgt den Tod leichter, wenn man ihn als eine Art natürliches Zuhause ansieht. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Ja, ja. Schon gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Wetter. So wohnt ein Kellner. Ja, er lebt allein. Ja, dann schauen wir mal. Sehen wir uns mal um. Versuchen wir rauszukriegen, wer Herr Lickmann war. Wenn du nach Hause kommst. Ich habe einen Anruf bekommen und muss sofort mit dir darüber sprechen. Nochmal, Erich. Du müsstest doch längst zu Hause sein. Was ist denn los? Ich wiederhole, ruf mich sofort an. Es ist verdammt wichtig. Wer ist Erich? Moment mal, einen Erich habe ich. Heller Erich. Mit Telefonnummer. Na endlich, Arthur. Menschenskind, wo steckst du denn? Ich warte schon auf deinen Anruf. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist 3:30 Uhr morgens. Wer ist denn da? Hier ist Kriminaloberinspektor Derrick. Ich bin in der Wohnung von Arthur Lickmann. In der Kaulbachstraße. Wieso fragen Sie? Können Sie sofort kommen? Herr Lickmann ist ungefähr vor 3 Stunden ermordet worden. Was ist? Sind Sie noch da? Ja, ja. Ich bin noch da. Haben Sie einen Wagen oder sollen wir Ihnen einen schicken? Wir warten auf Sie. Ja, ich... Natürlich habe ich einen Wagen. Ich komme sofort.
Kommen Sie ruhig rein. Bitte. Setzen Sie sich. Herr Heller? Nein, nein, nicht. Bleiben Sie sitzen. Arthur, ruf mich sofort an, wenn du nach Hause kommst. Ich habe einen Anruf bekommen und muss sofort mit dir darüber sprechen. Ist das Ihre Stimme? Ja, das ist meine Stimme. Worüber wollten Sie denn so dringend mit Herrn Lickmann sprechen? Was für einen Anruf haben Sie bekommen? Das ist eine private Sache. Die aber verdammt wichtig ist, nicht? Warum erzählen Sie mir nicht erst mal, was passiert ist? Sie sagen, er ist ermordet worden? Ja, wo denn? Wie denn? Von wem denn? Ganz in der Nähe des Lokals, wo er Kellner war, ist erwürgt worden. Das heißt, der Kehlkopf wurde ihm eingedrückt. Der Kehlkopf? Ja. Straße war menschenleer. Vom Täter fehlt jede Spur. Ich verstehe das. Dass das, was ich gesagt habe, für Sie eine besondere Bedeutung bekommt. Aber die hat's nicht. Die hat's überhaupt nicht. Was sind Sie vom Beruf? Student. Ich studiere. Lickmann und ich, wir sind gut miteinander bekannt. Befreundet, wenn man so will. Weil ich da jeden Tag esse. Es ist ein gutes Lokal, nicht teuer. Daher kenne ich ihn. Und über den Anruf, den Sie erhalten haben, und der natürlich auch Lickmann gilt, darüber wollen Sie nicht sprechen? Nein, weil es eine private Sache ist. Ja, dann geben Sie meinem Kollegen mal Ihre Daten. Reicht das jetzt? Ja, Sie können gehen. Dankeschön. Gute Nacht. Ist da jemand? Schlüssel des Toten. Wir haben hier den Hausschlüssel, den Wohnungsschlüssel, den Wagenschlüssel. Er bleibt ja hier übrig. Wissen Sie, wo der passen könnte? Ich weiß nicht. Panik. Hm? Wieso? Weil ich mich nicht ganz wohl fühle. Kunststück. Sie erzählen mir, wie Lickmann umgekommen ist. Kehlkopf eingedrückt. Wie soll ich denn das wegstecken? Moment mal, verstehe ich das richtig? Haben Sie Angst, dass Ihnen dasselbe passiert? Gute Nacht. Moment, ich habe Sie etwas gefragt. Haben Sie Angst, dass Ihnen dasselbe passieren könnte? Lassen Sie mich los! Was ich denke, geht Sie nichts an. Der Todesangst.
Oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Was machen Sie denn hier? Nein, nein, es ist nichts, Herr Kessler. So früh schon auf? Ja, die Heizung funktioniert nicht mehr. Und da oben, da schlägt immer ein Fenster. Wozu ist man denn da, der Hausmeister? Dass da alles in Ordnung bringt, nicht wahr? Und so früh am Morgen, wo die anderen noch in den Federbetten liegen. Ach, wissen Sie, macht alles keinen Spaß mehr. Ja, das ist schon gut, Herr Kessler. Wie spät es ist? Es ist 4 Uhr früh. Was ist denn los? Arthur ist tot. Das ist er. Verlier ihn nicht aus den Augen. Da sehen Sie, Frau Bayer. Ihre Sorge war unbegründet. In 2 Wochen sind Sie zu Hause. Danke, Herr Doktor. Petra, hat jemand für mich angerufen? Nein, niemand. Station 2. Ja. Herr Doktor hat ein Sehengespräch mit dem Polizeipräsidium angemeldet. Ach, das Gespräch ist schon da. Dr. Schöne? Derek? Dr. Schöne, guten Tag. Guten Tag. Ja, genau, der Arzt von gestern Nacht. Ich hoffe, ich störe Sie nicht und entschuldigen Sie meine Neugier, aber irgendwie wurde ich an den Fall mit hineingezogen. Jetzt denke ich natürlich andauernd darüber nach. Sagen Sie, der Kellner, waren Sie schon bei dem zu Hause? Ja, waren wir natürlich. Ich habe in der letzten Nacht schlecht geschlafen und ich denke mir, in dem Bekanntenkreis des Kellners, da müsste man doch auf etwas stoßen. Sind Sie schon soweit? Ich hoffe, ich gehe Ihnen mit meinen Fragen nicht auf die Nerven. Nein, nein, die Ermittlungen nehmen ihren normalen Verlauf. Gut so. Ich darf mich wieder bei Ihnen melden, aber nur, wenn ich Ihnen nicht lästig bin. Auf Wiedersehen, Herr Derek. Sie haben mit der Mordkommission telefoniert. Ja. Letzte Nacht ist jemand ermordet worden. Ich kam da zufällig vorbei, hab das Opfer untersucht. Ein Kellner, der erwürgt wurde. Und Sie haben nichts mehr machen können? Nein. Aber was ist schon ein Mord? Das Ende einer Geschichte. Die meisten Morde verdienen das Interesse nicht, dass man ihnen entgegenbringt. Also, was machen wir jetzt? Arthur ist tot. Man hat gesagt, dass man ihn umbringt und man hat es auch getan, und zwar nur 2 Stunden später. Jetzt frage ich dich, was machen wir? Der Mann, der mich anrief, hat alle unsere Namen aufgezählt. Soll ich das der Polizei sagen? Bist du verrückt? Unter keinen Umständen. Also, was machen wir? Ich hab keine Ahnung. Sicher ist es völlig falsch, jetzt in Panik zu geraten. Wir machen überhaupt nichts. Wenn da irgendwas
so ein Verrückter rumläuft, seine Sache. Außerdem denken wir dran. Niemand kann uns was nachweisen. In Ordnung. Albert? Ich habe eine scheiß Angst. Heller ist gerade nach Hause gekommen. Der hat sich im Olympiapark mit einem Mann getroffen. Ich gebe dir mal die Autonummer durch. Ja? MSW. Auf dem Olympiagelände. Er hat ein intensives Gespräch geführt mit einem Mann. Den Namen haben wir über die Autonummer rausbekommen. Er heißt Albert Lussmann. Na gut, dann gehen wir jetzt auf Heller los. Okay. Wo ist er? Zu Hause. Der Berger steht noch vor seinem Haus. Bitte tu mir einen Gefallen und ruf ihn an. Er soll herkommen und zwar sofort. Du, der Berger könnte ihn gleich mitbringen. Nein, er hat das Haus nicht verlassen. Er soll raufgehen, verdammt. Du sollst raufgehen, verdammt. Herr Heller! Polizei! Dr. Schöne hier. Spreche ich mit Herrn Derrick? Ja? Ich habe gerade die Radiodurchsage gehört. Der Mord. An dem Mann, der erwürgt wurde. Ich habe nur eine Frage. War der Kehlkopf eingedrückt? Ja. Das lässt doch auf denselben Mörder schließen. Ja, das wäre möglich. Das ist ja interessant. Ja, das finden wir auch, ja. Ich weiß, ich störe Sie, aber mir gehen so viele Fragen durch den Kopf. Wer war der Tote, sein Beruf, sein Charakter, seine Beziehung zu dem Kellner? Hören Sie, Dr. Schön, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich lege sofort auf, aber schauen Sie mal, wo Sie materielle Gründe finden. Materielle Gründe, wieso? Wie kommen Sie denn auf materielle Gründe? Jeder ist auf seinen Vorteil aus, jeder hat seine materiellen Interessen. So, und nun bitte ich Sie für die Störung um Entschuldigung. Harry, ja? Ein Arzt, der meint, wir sollten ein materielles Motiv finden. Also jetzt wird er langsam lästig. Ein bisschen. Ja, bitte. Herr Derrick, Dr. Schöne. Ich habe mir Ihre Telefonnummer geben lassen. Ich freue mich, dass Sie zu Hause sind.
Sind Sie allein? Ja, ich bin allein. Sagen Sie, könnte ich Sie aufsuchen für ein paar Minuten, eine halbe Stunde vielleicht? Ich habe mich erkundigt, wo Sie wohnen. Ich könnte in einer Viertelstunde bei Ihnen sein. Worüber wollen Sie mit mir reden? Tja, über den Fall natürlich. Wenn Sie erlauben. Aha. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Ich stehle Ihre Zeit. Nein, nein, nein. Sie sprachen von ein paar Minuten. Und außerdem machten Sie eine Bemerkung, die mich noch ein bisschen verwundert hat. Na, welche? Sie empfahlen mir die Suche nach einem, warten Sie mal, wie sagten Sie, materiellen Motiv, ist richtig. Und das hat Sie verwundert? Ja, weil es eine Menge anderer Motive gibt. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wer war der Tote? Lassen Sie mich raten. Ein junger Mann. Ja, ja, der Tote ist ein junger Mann. Und ein Student. Was hat er studiert? Chemie. Chemie. Nicht schlecht. Ein Naturwissenschaftler also. Erfolgreich? Erfolgreich, wieso? Student? Ach, ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja, sein Professor nannte ihn einen vielversprechenden jungen Mann. Fragt sich, was man darunter versteht. Meistens wird viel versprochen und wenig eingelöst. Das wird's wohl sein. Wollen Sie was trinken? Wenn Sie einen Cognac haben, gern. Ja, ich habe einen Cognac. Eine sehr hübsche Wohnung haben Sie. Danke. Geschmackvoll eingerichtet. Wohnen Sie alleine hier? Ja, ich wohne alleine hier, aber ich komme ganz gut mit mir zurecht. Geht's Ihnen wie mir? Das? Unverheiratet? Ja. Bisher gescheitert auf der Suche nach einem Pendant. Aha. Ja, man hat halt so seine Vorstellungen, ja, von denen man nichts abstreichen will. Bitte sehr. Danke. Der junge Mann war also Chemiker. Und ein Begabter. Ein vielversprechender junger Mann. Ja, wahrscheinlich hat er ein Labor im Keller. Der Schlüsselbund des Kellners. Hausschlüssel, Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel. Und der da, von dem wir nicht wissen, wo er passt. Hausmeister sagt, das ist Lickmanns Keller. Na, und wie der passt? Nicht, aber Dr. Schöne hat mich gestern Nacht noch zu Hause besucht. Er wollte wissen, wer der neue Tote ist. Der hat ihm gesagt, ist ein junger Student, Chemie studiert. Mhm. Und dann sagt er, hat er ein Labor im Keller? Das hat er gesagt? Naja, er sagte das so ganz nebenher. Aber nun hat er ein Labor im Keller, zwar nicht in seinem eigenen, aber immerhin im Keller des Kellners. Da ist ja Dr. Schöne ein Hellseher. Ich glaube nicht an Hellseher, ich glaube nur an Wissende. Und ich möchte gerne wissen, was der Heller hier experimentiert hat oder ob er hier etwas produziert hat. Und damit wären wir wieder bei Dr. Schöne, der uns empfohlen hat, nach einem materiellen Motiv zu suchen. Nicht? Herr Dr. Schöne? Ja. Telefon für Sie. Danke, Herr. Wieder die Mordkommission. So, so. Ja, bitte, Dr. Schöne, hier. Guten Tag, Herr Doktor. Ich rufe Sie an, weil ich das Bedürfnis habe, mich bei Ihnen zu bedanken. Wofür wollen Sie sich bedanken? Nun, als wir gestern von dem Chemiestudenten sprachen, da, naja, da sagten Sie so ganz beiläufig, vielleicht hat er ein Labor im Keller. Nun stellen Sie sich das mal vor. Er hat ein Labor im Keller. Er hat eins. Doktor.
Würden Sie uns mal besuchen, bitte? Wie schön, dass Sie sich freimachen konnten. Kommen Sie rein, Herr Doktor. Tag. Guten Tag. Sagen Sie, sind das die? Ja, das sind die Unterlagen von unserem Chemiestudenten. Interessant. Hm? Darf ich mal sehen? Ja, natürlich. Kommen Sie. Setzen Sie sich, Doktor. Seine Arbeiten. Ich verstehe nicht allzu viel von Chemie. Haben Sie das schon beurteilen lassen? Ja. Es sind Kollegarbeiten, wirklich alle glänzend beurteilt und benotet. Sie sagten schon, ein tüchtiger junger Mann. Ja, und da sind Belobigungsschreiben dabei. Die könnte man sich allesamt einrahmen lassen. Etwas anderes war ihm sicher wichtiger. Was hat er produziert? Ein synthetisches Rauschmittel. Naja, das Herstellen eines künstlichen Rauschgiftes dürfte kein großes Problem gewesen sein. Schon gar nicht für so einen begabten Chemiestudenten. Vielleicht war er noch am Anfang und auch damit beschäftigt, moralische Bedenken aus dem Weg zu schieben. Was ja bekanntlicherweise nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Haben Sie das schon durchgesehen? Na ja. Wer ist das? Das wissen wir nicht. Deine Ina. Sagt Ihnen das was? Nein. Ein synthetisches Rauschmittel. Einige wirken nach 5 Sekunden, nach 10 Sekunden und die Wirkung ist voll da. Ich habe eine wissenschaftliche Abhandlung gelesen. Es ist, als explodiert etwas im Gehirn. Wie wenn ein Blitz einschlägt und den ganzen Menschen in Brand steckt. Alles Menschliche brennt hinweg, der Mensch wird zur Wüste. Wie kann ich Ihnen helfen? Das tun Sie schon, Doktor. Das tun Sie unablässig. Ja, übrigens, wir haben den Chemiestudenten einen ganzen Tag observiert. Sehr gut. Er hat sich nur wenige Minuten vor seinem Tod mit einem anderen jungen Mann getroffen. Der Mann heißt Lussmann und ist ebenfalls Student. Chemie? Nein, Philosophie. Was für eine Mischung. Ja, wir werden den jungen Mann jetzt besuchen. Wollen Sie mitkommen? Aber gern, sehr gern. Was wollen Sie denn wissen? Heller ist tot. Er ist in seiner Wohnung ermordet worden. Also, was soll ich sagen? Dr. Schöne, möchten Sie Herrn Lussmann vielleicht ein paar Fragen stellen? Ich? Na ja, ich mache das, wenn Sie das erlauben. Setzen Sie sich. Sie sind Herr Lussmann, Student der Philosophie. Ja. War das, oder besser, ist das Ihr Wunschstudium? Weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann. Ist das wichtig? Ja. Es ist dann wichtig, wenn man von einem Menschen ein Bild bekommen will. Sie studieren Philosophie und ich frage Sie, warum? Was verbindet Sie damit? Ist das die Suche nach der Wahrheit? Als Freund der Wissenschaft, der Menschen und der Künste? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Was spielt das für eine Rolle, warum ich Philosophie studiere? Sind Sie dagegen, dass ich eine solche Frage stelle? Hm. Fragen Sie nur. Ich frage Sie, um eine Information zu bekommen, die mir sagt, wer Sie sind. Und wie glaubwürdig Ihre Antwort ist, wenn ich Sie jetzt frage. Wussten Sie, dass Ihr Freund Erich Heller, der Chemiestudent, in einem Kellerlabor synthetische Rauschmittel herstellte? Synthetische Rauschmittel? Ich sehe Ihnen an, was Sie sagen wollen. Sie wollen sagen, Sie haben das alles nicht gewusst. Sie versuchen, Ihr Entsetzen zu zeigen, Ihre Empörtheit, Ihr Erstaunen. Nein, nein, das haben Sie alles nicht gewusst. Alles, was ich Ihnen sage, ist völlig neu für Sie.
Ich will Ihnen sagen, wie Ihnen zumute ist. Sie wissen, warum der Kellner ermordet wurde. Sie wissen auch, warum der Chemiestudent ermordet wurde. Und jetzt haben Sie Angst, dass der Mörder auch zu Ihnen kommt. Wegen der Herstellung und des Verkaufs eines synthetischen Rauschmittels. Es wäre eine Bombe in einem Menschen explodiert und ihn zerstört. Sind Sie verrückt? Das ist falsch. Das ist alles falsch. Sagen Sie mal, wer ist der Mann überhaupt? Kennen Sie nicht? Nein, nein. Kennen Sie Herrn Heller? Ja, natürlich kenne ich ihn. Aha, Sie haben sich mit ihm ein paar Stunden vor seinem Tod auf dem Olympiagelände getroffen, nicht wahr? Da gibt's sogar ein Foto davon. Worüber haben Sie miteinander gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich widerspreche allem, was ich da gehört habe. Ich weiß nichts, verstehen Sie? Absolut nichts. Ich habe nichts zu tun mit Heller. Und schon gar nicht mit seinem, was haben Sie gesagt? Was hat er? Ein Labor hat er gehabt? Davon weiß ich nichts. Ist mir völlig unbekannt. Das ist eine Aussage, die Sie machen. Sie kommen morgen zu mir ins Präsidium. Wir werden Ihre Aussage zu Protokoll nehmen und das werden Sie dann unterschreiben müssen. Ja, ja, gut. Dr. Schöne. Dr. Schöne. Was ist los mit dem Mann? Wer ist das? Was weiß er? Ich denke, das haben wir bereits festgestellt. Er hat uns einen Hinweis gegeben. Er gibt uns Hinweise. Andauernd gibt er uns Hinweise. Das ist Ina. Ina Straub, sie war öfters hier. Mit wem, wissen Sie, mit wem sie befreundet war? Sie war mit allen gut Freund. Ein sehr fröhliches Mädchen. Wo wohnt sie? Die kleine Ina Straub? Wo die sich befindet, das kann ich Ihnen sagen. Das ist sie. Dahin? Ja, sie wird sie nicht bemerken. Kann man zu ihr? Sie hat keinen Bezug zur Umwelt mehr. Guten Tag. Ich möchte mich gerne einen Augenblick zu Ihnen setzen. Darf ich das? Was hat denn Ihrer Meinung nach diese Krankheit ausgelöst? Eindeutig ein Rauschmittel. Es werden hier immer neue erfunden. Und sie sind immer einfacher herzustellen. Ich habe eigentlich nur eine Frage an Sie. Kennen Sie einen jungen Mann, einen Chemiker? Er heißt Heller. Erich Heller. Was haben Sie zu ihr gesagt? Was? Was ist? Was haben Sie zu ihr gesagt? Ich habe Namen genannt. Weiter nichts, nichts. Das war deprimierend, eben. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der Arzt sagt, eindeutig krank durch synthetische Rauschmittel.
Jetzt haben wir die zwei Welten erlebt. Die empfindungslose, wie der Arzt sagt, und die andere. So, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten? Nein. Nein? Danke. Sie haben das Mädchen gefunden. Ja, das ist richtig, ja. Sie haben in dem Lokal nachgefragt, das Foto gezeigt? Mit Erfolg, wie man sieht. Ja. Ja, mit Erfolg, ja. Man kennt sie dort. Man weiß, wo sie wohnt. Ach, was sage ich denn? Wo sie gewohnt hat. Wie meinen Sie das, wo sie gewohnt hat? Ja, sie befindet sich jetzt in einer geschlossenen Anstalt. Ihr Verstand funktioniert nicht mehr infolge der Einnahme eines synthetischen Rauschmittels. Aber bitte, da haben wir es doch. Eine Erklärung. Der Chemiestudent hat irgendetwas zusammengemixt. Irgendeine teuflische Essenz. Und die hat er dann diesem Mädchen gegeben. Das ist noch nicht bewiesen. Aber logisch. Warum sagen Sie, das sei nicht bewiesen? Weil es nicht bewiesen ist. Was sagen Sie? Ich denke, Sie haben recht, ja. Und damit hätten wir natürlich auch eine Erklärung für die ganzen Morde. Ich meine, jemand hat aus diesem Grunde erstmal den Chemiestudenten umgebracht und dann den Kellner, weil sich in dessen Keller ja das Labor befand. Und jetzt ist Lussmann dran, nicht wahr? Er war doch bei diesem Geschäft, nehme ich an, der Dritte, oder? Er ist in Todesgefahr. Das ist absolut schlüssig. Das Motiv für die Morde, wie würden Sie das nennen? Vergeltung? Nein, nicht Vergeltung. Wiederherstellung des Rechtes. Könnte man das so sagen? Nein, das könnte man so nicht sagen. Der Mörder bestraft und das steht ihm nicht zu. Er ist es, Stefan. Er hat den Kellner umgebracht. Denk daran. Der Kellner wurde tot auf der Straße gefunden. Kurze Zeit später hält ein Wagen. Schöne steigt aus. Ich bin Arzt, ist etwas passiert. Er war zur Stelle. Er ist der Mörder. Und er hat auch den Chemiestudenten umgebracht, den er gekannt hat. Er hat alles gewusst und hat uns ganz langsam hingeführt. Bis zu dem Mädchen, das er auch gekannt hat. Er ist ein Mörder, der die Polizei auf seine eigene Spur setzt. Ist er verrückt? Normal ist er nicht. Dr. Schöne, ein Arzt. Naja, Dr. Schöne ist Stationsarzt im St. Anna Krankenhaus. Der Name ist mir nicht bekannt. Wir müssten wissen, ob Dr. Schöne die Patientin Ina Straub kennt, ob es da irgendeine Verbindung gibt. Hat sie jemals Besuch gehabt? Darüber bin ich nicht orientiert. Ich müsste erst mal nachfragen. Moment bitte. Das ist Herr Donat. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Ja, ich weiß. Wir sind uns bereits begegnet. Ich glaube, ich habe Sie ziemlich kräftig zur Seite gestoßen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe dafür volles Verständnis. Es war ein besonders heftiger Anfall. Es geht darum, haben Sie im Zusammenhang mit unserer Patientin jemals den Namen Dr. Schöne gehört? Dr. Schöne? Ein Arzt? Ja, ein Arzt. Nein, niemals. In welchem Zusammenhang wird danach gefragt? Im Zusammenhang mit zwei Morden. Wir wissen außerdem, wer dieses Rauschmittel hergestellt hat, das Ina Straub genommen hat. Also noch einmal. Der Name Dr. Schöne, der ist Ihnen nicht bekannt. Sie haben den Mann hier nie gesehen.
Er war nie hier und es gibt keine Verbindung zu Ina Straub. Hm? Nein. Können wir das Mädchen noch was sehen? Ja, aber sie kann nicht mit ihr reden. Sie kann keine Beziehung zu ihren Worten herstellen. Gehen wir. Hallo. Wer ist da? Melden Sie sich. Ich merke doch, dass da jemand ist. Melden Sie sich doch. Harry. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ach, guten Abend. Entschuldigen Sie bitte. Wir hätten eine Frage an Sie. Kriminalpolizei. Ist Ihnen der Name Ina Straub ein Begriff? Ja, sie war ja mal Patientin. Ach, wann war das? Ist jetzt 3 bis 4 Monate her. Sie wurde hier eingeliefert als Notfall. Und sie wurde hier behandelt. Von Dr. Schöne? Von Dr. Schöne. Ich nehme an, Dr. Schöne hat großen Anteil an ihrem Schicksal genommen, nicht wahr? Ja. Das war ein besonders tragischer Fall. Uns allen hat das Mädchen sehr leid getan. Jetzt ist sie in einer psychiatrischen Anstalt ein hoffnungsloser Fall. Er ist der Mörder. Er muss es sein. Ja, das ist wohl als sicher anzunehmen. Wie gehen wir jetzt vor? Wir fahren ins Büro. Was soll ich machen? Dennis, was nicht, das würden Sie ertragen müssen. Oder, legen Sie doch einfach auf. Ich kann es nicht ertragen. Ich halte es nicht aus. Hören Sie, Sie wissen, dass Sie in Lebensgefahr sind. Und Sie wissen auch, warum Sie in Lebensgefahr sind. Also, öffnen Sie die Wohnungstür nicht. Es klingelt an meiner Wohnungstür. Warten Sie. Bleiben Sie am Apparat. Was macht er? Er fragt, wer da ist. Wer ist da? Sagen Sie, wer da ist. Ich mache die Tür nicht auf, wenn Sie nicht sagen, wer da ist. Jemand tritt die Tür ein. Los, Mann.
Hallo, Lussmann! Dr. Schöne? Ja, Dr. Schöne. Derrick? Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich hab's im Moment sehr eilig. Aber ich rufe Sie später wieder an. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Dr. Schöne sehen. Ich auch. Brennt ja noch Licht? Ja. Sein Wagen steht noch nicht in der Garage. Dr. Schöne! Fahren Sie den Pfleger nach Hause, nachdem er mal wieder Ihre Arbeit getan hat? Ich war der Arzt, zu dem sie zuerst gebracht wurde. Ich habe um das Leben des Mädchens gekämpft wie ein Verzweifelter. 14 Tage, 14 Nächte. Herrgott, lass es mich schaffen. Lass sie nicht auf so schreckliche Weise zugrunde gehen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Kampf verloren. Sie kam in die geschlossene Anstalt. Endstation. Ich habe sie besucht. Ich habe ihren Pfleger kennengelernt, der ihr persönlich zugeteilt war. Wir haben uns gesprochen, wir haben uns besprochen, recherchiert. Wir wollten das nicht so einfach hinnehmen. Er nicht und ich nicht. Wir wollten nicht, dass sie wegkommen mit ein paar Jahren Gefängnis. Da waren wir uns einig. Ich weiß, sie werden niemals billigen, was wir getan haben. Drei Menschen. Ich hatte immer die ganze Schuld. Und wollte immer die ganze Sühne. Na gut, dann fahren wir jetzt mal ein Stück des Weges, den Sie sich ja selbst auferlegt haben.